Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir haben die Osterwoche mit Ostermontag, eine kurze. Und ich freue mich, euch heute vor einem frühlingshaften Hintergrund begrüßen zu können, zu Bildungswerk Live. Ich hatte ja letzte Woche angekündigt, das wird sich jetzt, weil ich ein bisschen umgezogen bin innerhalb der Wohnung, immer mal wieder ändern. Heute frühlingshaft gegen den Regen angehend. Wir sind heute bei Bildungswerk Live mit dem Thema dabei, wie man mit 4 Schritten die KI auch in Sportorganisationen wie deiner umsetzen kann. Das fällt nicht vom Himmel. Da braucht es Strategien und mit welchen 4 Schritten ihr das in eurer Sportorganisation umsetzen könnt, wie man da rangeht. Die 4 Schritte, die möchte ich euch heute vorstellen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, in den Chat. Wenn ihr die Sendung im Real Life seht, dann einfach per Mail oder in die Kommentare schreiben. Gerne ein Like da lassen oder die Kanäle abonnieren, wo ihr uns seht. Ich habe hier mal eine Kleinigkeit vorbereitet, damit wir diese 4 Schritte auch ein bisschen vor Augen haben und nicht nur sozusagen von der Stimme. Das unterscheidet ja auch den klassischen Podcast von unseren Videoaufzeichnungen. Deswegen, ja, wir sind ja beim Bildungswerk, da gibt es immer mehr als nur einen Sinn, der bedient wird. Gucken wir uns also mal an, was wir vorbereitet haben. Also direkt schon mal vorab die Grafik im Hintergrund. Die ist mit unserer KI im Kursgenerator erstellt worden, mit dem Hinweis, was ich denn heute vorhabe. Nämlich 4 Schritte, die notwendig sind, um eine KI in einer Sportorganisation umzusetzen. Wobei ich jetzt die Betonung nicht auf Sportorganisationen gelegt habe, sondern auf diese 4 Schritte, die wir jetzt gleich sehen. Und ich gebe auch so eine Empfehlung. Also ich sage ja jetzt ja, dass diese Grafik mit KI erstellt worden ist. Wenn ihr die an anderen Stellen so einsetzt, gebt immer den Hinweis dazu, dass da etwas mit KI entstanden ist. Ja, immer ein Unterschied, ob ihr da anschließend noch von Hand dann sozusagen gearbeitet habt und auch Texte geändert habt, nochmal sozusagen Hand selber dran gegangen seid. Ja, aber macht den Menschen deutlich, dass ihr unter Einsatz von künstlicher Intelligenz Dinge erstellt habt. Das schafft mehr Vertrauen bei den Menschen. Ansonsten bleibt am Ende Skepsis und Skepsis führt meistens zu Ablehnung und das wollt ihr ja auch nicht für euch und nicht für eure Organisation. Also immer ganz offen damit umgehen. Also die 4 Schritte, die man einsetzen sollte, wenn es darum geht, KI in Organisationen umzusetzen. Und na klar, wir sind eine Sportorganisation, deswegen haben wir jetzt mal so ein bisschen Fokus auf Sport und Sportvereine gelegt. Aber das gilt grundsätzlich für alle Sportorganisationen und für alle Organisationen, auch an anderen Stellen, also auch normale Betriebe, können diese 4 Schritte verfolgen. Und bei allen 4 Schritten steht euch auch das Bildungswerk mit seinen Kolleginnen und Kollegen immer zur Verfügung. Das sind die 4 Schritte, die gucken wir uns jetzt im Einzelnen einfach mal an. Und es hat sich gezeigt, dass Organisationen, die diese 4 Schritte verfolgen oder umsetzen, in der Regel eine gute Perspektive hatten beim Einsatz von KI. Und klar, wenn wir über KI reden, wollen wir ja nicht darüber reden, wie man das in Organisationen verhindert, sondern wie man das eben gut einführen kann. Gucken wir uns also mal an, womit man beginnen sollte. Ja, und zwar geht es im ersten Schritt um eine Kategorisierung. Das heißt, im Team, das kann ein kleines Team in eurem Sportverein sein, es kann ein größeres sein, es können auch unterschiedliche Zusammensetzungen haben, also die Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, dann vielleicht die Übungsleiterin, Übungsleiter. Ja, aber vielleicht auch Vereinsmitglieder, also in unterschiedlichen Gruppen, kann man diese Fragen beantworten. Aufgaben, die
vielleicht KI im Sportverein nicht erfüllen kann oder sollte. Damit darf man ruhig gerne anfangen. Das fällt häufig leichter. Dann vielleicht Aufgaben, bei denen KI die Arbeit der Mitarbeiterin unterstützen könnte. Und dann Aufgaben, die vielleicht sogar durch die KI automatisiert werden können. Und ja, das Ergebnis von so einem Brainstorming könnte sein, dass man vielleicht sagt, im Sportbereich und generell in Organisationen gibt es bestimmte Bereiche, in denen der menschliche Faktor unersetzbar ist oder ethische und praktische Gründe gegen den Einsatz von KI sprechen. Also man könnte zum Beispiel sagen, überall, wo es um emotionale Intelligenz und Empathie geht, ja, weil KI kann zwar Muster erkennen und darauf basierend Entscheidungen treffen, aber sie kann nicht die emotionale Tiefe und Empathie eines Menschen erreichen. Und weil im Sport Teamgeist, Motivation und psychologisches Feingefühl eine große Rolle spielt, ist klar, dass das vielleicht, ne, durch die KI nicht in gleicher Weise erfüllt werden oder noch nicht. Aber natürlich kann man sich Anregungen und holen, aber nicht sozusagen die letzte Entscheidung. Dann, wenn es um Ethik und moralische Urteilsfähigkeit geht, aber auch wenn es um kreative Prozesse geht, das sollte man nicht komplett der KI überlassen, wobei die KI Kreativität aber auch immer wieder anregen kann, beziehungsweise die KI kann einen auch noch so blinde Flecken im eigenen kreativen Prozess sichtbar machen. Dann, wenn es um interpersonelle Beziehungen und Netzwerke geht, auch die sollte man jetzt nicht nur der KI überlassen, ja, weil gerade das steckt ja auch im Verein drin, vereint gemeinsam menschliche Interaktion, Vertrauen, Respekt, persönliche Verbindungen können durch Technologie unterstützt, aber nicht ersetzt werden. Und dann gibt es natürlich kritische Entscheidungsfindungen unter Unsicherheit. Klar, KI hilft, Datenmengen zu analysieren und vielleicht auch Prognosen zu erstellen, aber die Entscheidungsfindung unter Unsicherheit wird immer nachher beim Vereinsvorstand liegen. Man kann jetzt nicht sagen, als Vereinsvorstand, ja, wir haben den Kursgenerator des Bildungswerks befragt und er hat gesagt, mach das so und so und im Zweifel das Bildungswerk schuld. Nein, also die Verantwortung bei der Entscheidungsfindung, die liegt immer noch dann im Vorstand. Und natürlich Lehren und Coaching sollte man auch da immer noch den Trainerinnen und den Lehrkräften und Übungsleitern im Verein überlassen. Und das jetzt nicht ersetzen, wobei KI da durchaus unterstützen kann. Ja? Und so haben wir einige Bereiche entdeckt, wo man vielleicht die KI nicht so einsetzen sollte. Dann gibt es aber auch Aufgaben, bei denen KI die Arbeit der Mitarbeiterin unterstützen könnte. Das haben wir eben gerade auch schon rausgehört. Ja? Also überall da, wo man vielleicht die letzte Entscheidung nicht der KI überlassen sollte, kann KI aber unterstützend wirksam sein. Ich habe am Wochenende, also jetzt am langen Osterwochenende, als ich gespürt habe, dass ja, ich vielleicht doch mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrenne, ja, überlegt habe, vielleicht erstelle ich mir mal einen nachösterlichen Trainingsplan. Klar, jetzt komme ich natürlich aus dieser Ecke. Ja, ich bin selber Trainer, C-Trainer für Triathlon, habe viele Jahre auch in dem Bereich aktiv gearbeitet. Und trotzdem habe ich mir Anregungen geben lassen, wie ich jetzt für die nächsten 6 Wochen nochmal wieder in der Aktivierung reinkomme. Ja. Klar, ihr kennt das auch von unserer Seite, Internetseite aus. Wir haben einen KI-gesteuerten Chatbot. Der ist noch im Aufbau. Also auch der will natürlich trainiert werden, speziell auf die Anforderungen, die wir
im Bildungswerk haben. Aber genauso kann man natürlich auch virtuelle Assistenten in euren Sportvereinen oder in Sportverbänden implementieren, indem sie zum Beispiel häufig gestellte Fragen beantworten. Ja? Oder bei uns ist es ein häufiger Einsatz, dass wir ganz viele Kurse und Seminare und Reisen haben. Und wenn ich dann eben vielleicht nur das Reiseziel oder die Kursnummer habe, dann hilft mir dieser Chatbot eben sehr schnell, diese Veranstaltung zu finden, um mich dann eventuell mehr zu informieren oder vielleicht sogar auch direkt anmelden zu können. Wofür wir KI einsetzen als Unterstützung, ist unsere Kontaktdaten zu analysieren. Ja, ich brauche niemanden für ein 90-minütiges Seminar quer durch Rheinland-Pfalz zu schicken. Ja, da gucken wir danach, dass wir Infopost zum Beispiel nur an diejenigen schicken, die das dann irgendwie auch, wo es passt. Ja, also immer mehr. Natürlich ist das auch bei uns ein Prozess. Routineaufgaben können unterstützend verwaltet werden. Entscheidungsfindungen können vorbereitet werden. Ja, Szenarien können unterfüttert werden. Ja, Geschichten zu Szenarien erzählt werden über KI, die es dann anschließend unserem Vorstand erleichtern, sich in Situationen hineinzudenken. Ja, jenseits von den reinen Zahlen und Grafiken, die man häufig liefert. Ja, weil ihr wisst, die Geschichte dahinter ist häufig das, was nachher entscheidungstreibend ist. Und noch zuletzt nochmal wiederholend, auch im Personal Training und im Coaching kann das hilfreich sein. Ja, also vom ersten Schritt ein Trainingsplan für alle in der Trainingsgruppe bis hin eben zu Individualisierungen, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe hier als ein Beispiel von mir einen 58-jährigen Geschäftsführer, viel beschäftigt, viel unterwegs. Wie kann für den ein gutes Programm aussehen? Und ich sage dem dann, hoppla, ich kippe hier so ein bisschen von meinem wackeligen Stuhl, dienstags und donnerstags kann er nie, dafür hat er sonntags mehr Zeit und montags ist er flexibel. Ja, dann lassen sich eben Trainingspläne darauf auch entsprechend anpassen. Für alle diejenigen, die ein bisschen später dazugekommen sind, auch hier wieder die Einladung, ruhig eure Fragen in den Chat zu schreiben oder vielleicht eure Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt mit KI, auch einfach wiederzugeben. Und dann gibt es natürlich Aufgaben, die auch durch KI automatisiert werden können. Ja, und dazu gehört natürlich auch wieder der Chatbot auf einer Internetseite, aber ebenso, und das ist vielleicht auch an vielen Stellen, wo ihr schon andere Software einsetzt, also ihr müsst nicht immer davon ausgehen, dass die KI jetzt bei uns beim Kursgenerator liegt, sondern es gibt Datenbanken, die ihr vielleicht für eure Buchhaltung einsetzt, also eure Buchhaltungssoftware, die erkennt, um was es sich handelt und dann schon automatisch die Zahlungseingänge auf dem Konto, also auf dem Kontoauszug, abgleicht mit den Buchungen, die ihr schon angelegt habt, wo ihr die Zahlungen erwartet oder wo ihr etwas erledigen müsst. Ja? Also KI taucht an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen auf. Ich sagte ja schon, auch wenn ich jetzt irgendwie Bilder produziere für eine PowerPoint oder so, auch da hilft es ungemein. Ja, also KI ist schon an ganz, ganz vielen Stellen für euch im Einsatz und beobachtet das mal und stellt fest, hey, wie angenehm ist das Ganze? Häufig ist KI ja auch nur einfach ein schnelles Analysieren von großen Datenmengen. Und wer jetzt, sagen wir mal, irgendwie von A nach B fahren möchte, in der Stadt, wie jetzt hier, ich bin ja, seht das ja wieder in Hamburg und will da jetzt vielleicht mit dem Auto durch die Gegend fahren,
freut sich, wenn sozusagen die Navigationssoftware auf die Echtzeitdaten des Straßenverkehrs zugreift. Ja, wie macht denn so ein Programm das? Na, in Echtzeit guckt es an, wie viele Autos gerade wo sind. Woher weiß die Software das? Naja, weil die Leute alle mit eingeschaltetem Handy und Ortungssystem unterwegs sind. Und deswegen hat Google einen sehr guten Blick dafür, wie voll gerade eine Straße ist und wie schnell sich die Menschen auf dieser Straße da fortbewegen. Und wenn selbst nicht jeder dort ein Handy eingeschaltet hat, braucht es im Prinzip nur zwei, drei Leute, die mit relativ langsamer Geschwindigkeit auf einer sechsspurigen Straße unterwegs sind, sodass die KI in der Kartensoftware spürt, da muss ein Stau sein. Ja, irgendwie logisch, ne? Also wie man da durch Beobachtung von bestimmten Daten darauf zugreifen kann. Das Einzige, was spannend ist, wenn das sich irgendwie ein Paketbote ist, ne? Der irgendwie immer nur 100 Meter fährt und dann stehen bleibt, wieder 100 Meter fährt und stehen bleibt und dann die KI denkt, ah, das ist ein Stop and Go, der Fall, der da ist. Ja, also ihr spürt schon, so ganz einfach ist es nicht. Also es braucht auch ein bisschen Intelligenz, das eine vom anderen zu trennen. Ja, aber grundsätzlich bedeutet KI häufig schnelles Auswerten von großen Datenmengen. Und überall da, wo ihr das habt, klappt das. Ihr könnt natürlich unseren Kursgenerator auch benutzen, um zum Beispiel die Liste der Aufgaben, die ihr in eurem Vorstand so habt, also was haben wir alles so zu tun im Laufe eines Monats oder eines Quartals, eines Halbjahres, eines Jahres, und füttert damit unseren Kursgenerator und fragt den, welche dieser Aufgaben, bei welchen dieser Aufgaben kannst du mich unterstützen? Ja, und dann bekommt ihr zum Beispiel auch so eine Kategorisierung. Und wenn diese Kategorisierung, jetzt kommen wir wieder zu den Anfängen dieser Kategorisierung zurück, im Team geschieht, also nicht von oben einfach übergestülpt wird, sondern im Team geschieht, dann habt ihr schon eine höhere Akzeptanz beim Einsatz. Ja? Weil man im Team weiß, für welche Dinge ist es in Ordnung, wo ich die Sachen einsetze und für welche Dinge haben wir beschlossen, dass wir es vielleicht noch nicht einsetzen. Das erlaubt aber immer noch, dass man auch experimentieren darf. Ja? Nur noch nicht in die Anwendung dann gehen, also in die praktische. Der zweite Punkt, der zweite Schritt ist dann die Umsetzung in die Praxis. Wir sagen dazu natürlich gerne Transformation. Einmal, um den Begriff einen Schrecken zu nehmen, ja, den wir ihn häufiger verwenden. Und natürlich, weil unser Ministerium ja auch Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung heißt, in dem die Erwachsenenbildung untergebracht ist seit der letzten Wahl in Rheinland-Pfalz. Und ja, man kann natürlich auch Veränderung sagen, macht es nicht besser oder schlechter. Ja? Viele denken allerdings bei Transformation und bei KI an Arbeitsplatzverlust, an Ängste, an ja, im Wesentlichen an Verlust. Wir wollen den Fokus aber auf zwei Strategien lenken, die erfolgversprechender sind, erfolgversprechend sogar sind. Und das sind die Begriffe vertiefen und aufwerten. Also, wenn ich Zeit spare, heißt es nicht, dass ich überflüssig werde, sondern dass ich mit meinen Kompetenzen mir ermöglicht wird, mich mit bestimmten Aufgaben länger beschäftigen zu können, denen mehr Zeit widmen zu können als vorher. Ja? Und aufwerten bedeutet, dass ich Aufgaben bekomme, die vielleicht wichtiger waren als vorher. Ja? Also ich kann mich selber entwickeln. Wenn ich natürlich Angst habe, dass meine Aufgaben wegrationalisiert werden und ich dann sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange stehe und nichts tue, da habe ich natürlich ein bisschen Pech. Wenn ich mich aber aktiv in diesen Prozess einbringe
und da reinschaue, dann ist das super. Es gab mal vor ein paar Jahren so einen Film, da ging es um dunkelhäutige Frauen bei der NASA, die im Wesentlichen die komplizierten Rechenaufgaben für die Mondlandung durchgerechnet haben. Und da gab es eine Szene, also die waren natürlich total unterbezahlt, wurden auch dann immer noch diskriminiert, obwohl die total wichtig waren und Sachen super korrekt und schnell und konnten. Und dann kam auf einmal der erste Computer, wurde da angeliefert. Da gibt es eine Szene, wo im Prinzip die Vorrechnerin, die Vorarbeiterin dieser Mitarbeiterin irgendwie das relativ schnell erkannt hat, okay, Computer, die nehmen uns, werden uns unsere Arbeit wegnehmen. Was hat sie gemacht? Sie hat ihren Mitarbeiterinnen die Handbücher vom Computer zur Verfügung gestellt und hat gesagt, wir müssen schneller sein im Umgang mit dem Computer, weil die anderen werden ja lange brauchen, bis sie den verstehen. Und dann sind wir eben die Expertinnen und Experten für das Bedienen des Computers. Ja, und da war, und das war also ein, auch im Nachgang so ein Erkenntnisgewinn. Ja, man muss nicht Opfer sein in solchen Prozessen, sondern man kann handelnde Person sein in solchen Prozessen. Ja, und dann wird man eben vom Betroffenen zum Beteiligten und sogar auch zur Gestalter, Gestalterin von diesen Prozessen. Ja, und wenn ich dann sage, ich habe das und das schnell gemacht, da habe ich mehr Möglichkeiten, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen oder eben auch zu vertiefen. Und dann kann ich wieder glänzen. Ja, und dann sagt die Kollegin, wow, was die Person geschafft hat. Also dran denken, die KI wird euren Job nicht rauben, sondern derjenige, der KI einsetzt, wird Konkurrent in und um euren Job sein oder um euren Berufen. Auch im Sportverein. So ist das einfach. Ja, ihr wisst alle, die Menschen, die noch ganz, ganz viel Zeit haben, die gibt es nicht so. Ne? Also da wird schon überlegt werden, wie man das Ganze effizient auch im Ehrenamt hinbekommt. Und da darf man sich gerne Unterstützung durch KI geben lassen. Und ganz wichtig, beim dritten Schritt, Schulung. Nicht jeder ist Autodidakt. Ja, und nimmt sich dieser Dinge an. Selbstwerbung. Andere Organisationen machen das. Ja, ich habe Kontakte aus von der Volkshochschule in Hamburg bekommen. Ja, kannst du uns mal supporten? Ja, wir wollen sowas Ähnliches umsetzen. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe Anfragen von der katholischen Erwachsenenbildung bekommen. Kannst du mal zu einem unserer KI-Workshops kommen und berichte, wie ihr das umgesetzt habt? Ja, beim Landesbeirat für Weiterbildung berichtet, bei der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz darüber berichtet. Wir machen hier unsere Serie. Sprecht uns an im Sportverein oder im Sportverband. Ladet uns ein. Das geht auch immer ganz gut online, ja, aber es geht natürlich auch in Präsenz. Ja. Bietet euren Kolleginnen und Kollegen ja, Schulungsmöglichkeiten an. Ja. Bietet ihnen an, den Kursgenerator des Bildungswerks zu nutzen und damit rumzuexperimentieren. Ja. Geht sozusagen in das Doing hinein, bindet uns gerne ein, sprecht uns an, wir suchen gemeinsam einen günstigen Termin, der für alle passt und dann supporten wir euch da und zeigen euch die Möglichkeiten auch vor Ort an euren konkreten Fragestellungen. Ganz, ganz wichtig, ja, und habt immer ein offenes Ohr für die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und wir sagen ja auch, und das wisst ihr, das steht ja bei unserem Kursgenerator auch immer unten drunter, wenn ihr euch unsicher seid mit den Ergebnissen, die der produziert hat, ja, dann nehmt Kontakt auf mit jemandem vom Bildungswerk und besprecht die Ergebnisse mit der Kolleginnen und Kollegen von uns. Und dann, ja, wissen wir dann,
was für Antworten unser Kursgenerator produziert und B, können wir euch positives, negatives Feedback geben, sagen, ja, es macht weiter so oder passt da ein bisschen an. Und das, was man dann wirklich feststellt, das sollte aber grundsätzlich sein und Schulung und Weiterbildung und Außenfortbildung total wichtig auf allen Ebenen, auch in Sportorganisationen. Überlasst es nicht der Kollegen und den Kollegen selbst. Weil wenn der das selbst macht, ja, dann kann der, denk, ist der nächste Schritt, den er sich überlegt, da mache ich halt alles selbst. Ja? Wozu brauche ich dann noch den Verein? Ja? Also dran denken, positiver Nebeneffekt, wenn ihr euch darum kümmert im Verein, ihr habt eine Steigerung der Vereinsbindung. Und da ist das, was total wichtig ist in Zeiten von ja, knappen Ressourcen, auch bei Übungsleiterinnen und Übungsleitern oder sonstigen Vereinsmitarbeitern. Und immer dran denken, seit diesem Jahr für alle Menschen im Goldstatus beim Bildungswerk, Sportpraxis, Veranstaltungen im Qualifizierungsbereich kostenfrei. Nein, sind ja nicht kostenlos, ne? Aber das Bildungswerk übernimmt 100% der Kosten für eure Qualifizierung. Und im Bereich Digitales, weil wir da immer sehr kleine Gruppen haben, 50% der Teilnahmegebühren. Ja, und der Verein vielleicht die andere Hälfte. Ja, aber nehmt es in die Hände, nicht nur für euch, sondern guckt, wen ihr im Verein gerade beschäftigt, auch an verschiedensten Stellen, Ehrenamt oder in der Nebenerwerb oder auch hauptberuflich, kümmert euch um ein gutes Qualifizierungsprogramm. Und da geht es auch darum, KI einzusetzen. Ja, es gibt da so ein KI-Hackathon zum Beispiel, zu dem ihr uns einladen könntet. Ja, wenn ihr sagt, alle 2 Wochen treffen wir uns mal für 45 Minuten und stellen uns gegenseitig die besten Prompts vor, die wir für den Kursgenerator entwickelt haben. Ja, wobei der Kursgenerator, wisst ihr ja, nicht nur Kurse generiert, sondern eben auch andere Problemstellungen innerhalb eurer Organisation lösen kann und euch dabei unterstützen kann, die zu lösen. Und dann der vierte und letzte Schritt, das ist ganz klar, ist ja immer so bei den Situationen, die man hat, wir nennen das kontinuierlicher Verbesserungsprozess, KVP, es bedarf auch immer einer Bewertung. Ja? Und die Zyklen, früher so einmal im Jahr irgendwie ein Feedbackgespräch mit Kolleginnen und Kollegen, ja, die Zyklen, die werden sich wahrscheinlich erhöhen, also verschnellern, weil wir insgesamt eine ganz andere Veränderungsgeschwindigkeit in unserer Gesellschaft haben. Ja, wenn ich jetzt mal an Kurssysteme denke, ja, die wir im Verein etabliert haben, dann werden wir sicherlich alle 3, 4 Monate so einen Bewertungszyklus auch haben und werden natürlich häufigere Zyklen haben, ob unsere Social Media Aktivitäten erfolgreich sind, werden Kolleginnen und Kollegen dahingehend beurteilen, ob sie KI einsetzen oder nicht, wer sich stärker aktiv zeigt, wer sich weniger aktiv zeigt, wo welche Stärken hat. Ganz, ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr das im Blick habt. Die Zeiten, wo man Sachen 5, 6, 7 Jahre im Sportverein einfach so gerade ausfahren konnte, die sind ja eigentlich seit 5, 6, 7 Jahren vorbei, die sind schon vor Corona vorbei gewesen. Corona hat das Ganze dynamisiert, hat das deutlich schneller gemacht. Und weil dann eben das Gefühl von viel Arbeit auf uns zukommt, nutzt Unterstützung durch ja, generierende KI. Und guck gerade nochmal in den Chat, weil den kommen wir jetzt sozusagen auch schon zur letzten. Zu den 2 letzten Folien, so den Empfehlungen, bin ja schon da so ein bisschen drüber geleitet. Lasst es zu, dass experimentiert werden kann. Wenn ihr euch unsicher seid, mit welchen Daten das geschieht, nutzt den Kursgenerator des Bildungswerks, anstatt jetzt direkt ChatGPT zu nutzen. A, ist der kostenfrei für euch. B, werden damit mit euren Daten keine Sprachmodelle von OpenAI trainiert, ja, sondern die bleiben bei euch. Schafft grundsätzlich ein Umfeld,
in dem Lernen und Hilfsbereitschaft gefördert wird. Ja, also immer mit einem offenen Auge, einem offenen Ohr und einem offenen Herzen durch euren Verein gehen. Und das bedeutet vielleicht auch, dass wir unsere eigene Rolle neu erfinden müssen. Ich auch in unserer Organisation. Ja, man erwartet irgendwie vom Geschäftsführer, dass der die Geschäfte führt, aber der glaubt ja auch, wer das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Ja, ich bin auch viel mehr Coach, Hinterfrager, Nörgler. Und im Zweifel der Einzige, der die Richtung vorgibt. Aber in der Regel wähle ich oder versuche ich aus den guten Vorschlägen, die kommen, zu entscheiden, was können wir machen. Aber zu erwarten, dass das jetzt nur von mir kommt, ja, die Zeiten sind vorbei. Also auch da haben wir Beteiligung. Wobei man natürlich auch sagen kann, Beteiligung heißt nicht entscheiden. Ja, die Entscheidung, die liegt auch immer noch bei unserem geschäftsführenden Vorstand und in meiner beratenden Funktion dann an dieser Stelle. Und so, wie ich den Vorstand, geschäftsführenden Vorstand berate, den Gesamtvorstand berate, hole ich mir natürlich auch Beratung von meinen Kolleginnen und Kollegen. Das wundert die vielleicht manchmal, weil die eher wünschen, dass ich ihnen zu sagen habe, was sie zu tun haben. Aber vorher kommt erstmal die Frage, dann kommt die Bewertung, dann kommt die Beratung des Vorstandes, dann kommt die Entscheidung und dann kommt sozusagen der Schritt zurück. Und das hoffentlich immer bei uns in schnellen Zyklen und nicht irgendwie nur von Vorstandssitzung zu Vorstandssitzung. Also auch wir müssen in unseren Leitungsteams Rollen neu erfinden. Und natürlich ist es auch nicht schlimm, wenn ein Mitarbeiter, ein Mitarbeiter mit einem KI-generierten Text kommt. Ja, wenn die Mitarbeiterin mir sagt, hey, ich habe den Text geprüft, ja, mit meiner Expertise, der ist gut, da sind alle wesentlichen Dinge drin, ich habe das nochmal gegengecheckt, ja, warum dann den Text nicht nehmen? Das macht aus dem guten Mitarbeiter einen guten Mitarbeiter, ja, und keinen schlechten. Ja, also ganz wichtig und deswegen nochmal ein Plädoyer an dieser Stelle, kursgenerator.de, einsetzen, ausprobieren, die verschiedenen Dinge. Dieses Bild ist tatsächlich nicht durch eine KI erstellt worden, sondern durch unsere menschliche Grafikerin und Designerin Celine. Und ja, was haben wir gesehen? Hat keinen Einschaltknopf. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an die Wunschmaschine vom Sans. Die funktioniert einfach so. Und so ist es mit unserem Kursgenerator auch. Der funktioniert einfach so für euch. Ja, und an dieser Stelle beherzigt die vier Schritte, kategorisiert, dann guckt, wie ihr das umsetzt, transformiert, dann geht es darum, qualifiziert, also der Bereich Schulung, und dann natürlich bewertet, ja, und das immer wieder neu. Fangt einfach an, ladet uns, mich gerne einfach mal zu euch in euren Sportverein, in euren Sportverband ein oder wer es sieht, in die Firma oder in die Organisation, denn wir haben ja alle mehrere Leben, nicht nur im Sportverein, sondern meistens ja auch noch irgendwie im Hauptamt an anderer Stelle. Ja, und dann werden wir mit viel frühlingshafter Energie das gemeinsam mit euch umsetzen. An dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Video gibt es in Kürze wieder im Real Life auf unseren Kanälen. Da gerne ein Like hinterlassen und unseren Kanal abonnieren. Bis dahin, euer Marco vom Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Heute wieder mal aus Hamburg. Und Ende.